herzlich willkommen bei TV Liberal. Wir besuchen heute gemeinsam Elke Hoff. Elke Hoff ist abrüstungspolitische Sprecherin der FDP hier im Deutschen Bundestag und gleichzeitig Nahostexpertin. Und in dieser Funktion war sie jetzt schon zum zweiten Mal in Bagdad im Irak. Und sie ist übrigens die erste Bundestagsabgeordnete, die den Irak nach dem Krieg besucht hat. Und jetzt wollen wir mit ihr einfach mal über ihre Eindrücke reden. Kommen Sie mit. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Gut, dann bitteschön. Frau Hoff, Sie sind in der letzten Woche gerade aus dem Irak zurückgekommen. Es war in relativ kurzer Zeit Ihre zweite Reise in den Irak. Warum reisen Sie als deutsche Bundestagsabgeordnete dort in diese Region? Weil ich der Überzeugung bin, dass es eine Aufgabe auch für Deutschland ist, sich am Aufbau der jungen Demokratie im Irak zu beteiligen. Dass es auch für unsere eigene Stabilität und Sicherheit wichtig ist, dass die Region wächst. Und dass wir auch als Demokraten verpflichtet sind, in einem Land, das sich zur Demokratie entschieden hat, unter schlimmsten und schwierigsten Bedingungen, dann auch behilflich sind und nicht erst dann kommen, wenn der Himmel blau ist und die Sonne scheint, sondern gerade dann, wenn die Menschen uns brauchen. Und ich bin auf großes Willkommen gestoßen und man hat erhebliches Interesse daran, dass sich Deutschland am wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes beteiligt. Und ich kann also auch nur alle Unternehmen ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, ob nicht auch kurz- oder auch mittelfristig der Irak ein interessantes Feld für Investitionen sein könnte. Gibt es deutsche Unternehmen, die bereits dort im großen Stile investieren? Es gibt eine Reihe von deutschen Unternehmen, die auch in den schwierigen Jahren dort waren, die natürlich eher im Verborgenen gewirkt haben, weil es natürlich von der Sicherheitslage her sehr angespannt ist und auch das Thema Entführung in den vergangenen Jahren natürlich ein großes Problem war. Aber es gab eine Präsenz von deutschen Firmen. Und ich habe also bei meinen Gesprächen festgestellt, auch hier in Deutschland, dass es ein hohes Interesse gibt, diesen neuen Markt auch für das eigene Unternehmen zu erschließen. Wir müssen nur gemeinsam dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Also auch Unterstützung im Bereich von Sicherheit, Unterstützung auch im Bereich von investitionsbegleitenden Maßnahmen, wobei der Irak über Geld verfügt. Also es ist kein Entwicklungsland in dem Sinne, sondern es ist ein Land, wo die Investitionen auch sofort bezahlt werden könnten. Aber was wir auch tun können, ist Hilfe beim Aufbau eines Bankensystems zum Beispiel und natürlich auch Unterstützung beim Aufbau der demokratischen Strukturen. Parlamentarismus, Föderalismus, alles das. Sie haben es angesprochen, die Sicherheitslage ist sicherlich nach wie vor auch eine entscheidende Frage für vielleicht auch kleinere Unternehmen, die sich gar nicht so große eigene Sicherheitsfirmen vor Ort leisten können. Wie ist da Ihr Eindruck? Sie waren, glaube ich, innerhalb eines Jahres jetzt zweimal dort. Hat sich da was zum Positiven verändert? Immerhin hat der US-Präsident Barack Obama jetzt entschieden, innerhalb der nächsten Monate den Großteil der amerikanischen Truppen dort abzuziehen. Ja, es hat sich im Vergleich zu letztem Jahr schon erheblich verbessert. Aber man muss auch die Dinge realistisch betrachten. Die Sicherheitslage ist sehr fragil. Und die irakischen Sicherheitskräfte sind zurzeit auch froh, dass die amerikanischen Soldaten noch vor Ort sind, um sie dabei zu unterstützen, dass die Sicherheitslage einigermaßen stabil bleibt. Aber sie sind auch in der Lage, auch für deutsche Unternehmen eigene Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Also man muss nicht unbedingt für teures Geld eine private Sicherheitsfirma anheuern, wenn man im Vorfeld rechtzeitig auch mit den Vertretern der irakischen Regierung beispielsweise darüber nachdenkt, eben auch Schutz der Iraker selbst in Anspruch zu nehmen. Ich habe es bei meiner diesjährigen Reise gemacht. Also ich war komplett geschützt durch irakische Freunde und Sicherheitskräfte und es hat einwandfrei funktioniert. Ich wollte damit auch zeigen, dass ich auch Vertrauen habe in die Fähigkeiten und es war für mich schon sehr überzeugend. Und das Angebot auch von irakischer Seite ist da, zu sagen, wenn ihr kommt, dann kümmern wir uns und wir stellen dann auch sicher, dass man sicher wieder nach Hause kommt und sich eben auch in Teilen des Landes bewegen kann. Jetzt haben Sie uns noch ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Erklären Sie doch einfach ein bisschen, was in welchem Zusammenhang diese Bilder so entstanden sind. Ja gut, also ich habe neben Bagdad auch Najaf besucht, eines der wichtigsten schiitischen Pilgerzentren. Und es ist selbstverständlich, dass man sich dann natürlich auch den traditionellen Formen auch der Bekleidung anpasst. Und ich habe damit auch gar keine Probleme. Also hier war die Ankunft auf dem Flughafen, wo ich also sehr herzlich empfangen worden bin. Hier in dem Gespräch haben wir Repräsentanten des Gouverneurs, also den Gouverneur getroffen, Bürgermeister. Es gibt auch eine sehr interessante Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Najaf, die sehr klare Vorstellungen hat,
welche Investitionen, welche strukturelle Entwicklungen die Stadt und die Region nehmen soll. Hier hatte ich die NATO Training Mission im Irak besucht, die also die Offiziere der irakischen Armee ausbilden und trainieren und eben selber auch als Ausbilder ausbilden, Train the Trainer Programm. Ja, und das hier war in Bagdad, in dem Bereich, wo der Diktator Saddam Hussein früher seine Paradenaufmärsche durchgeführt hat, um zu zeigen, wie stark er ist. Es ist also heute alles sehr, ja, sieht halt eben sehr mitgenommen aus. Und wenn man dann so den Eindruck mitnimmt, wie schnell doch der Lauf der Geschichte auch Gott sei Dank über Diktaturen hinweg geht, ist es eigentlich ein sehr eindrucksvolles Beispiel vor Ort. Und es war für mich auch interessant zu sehen. Es sind natürlich wenig Besucher da, aber ich denke, irgendwann, wenn die Sicherheitslage stabiler ist, werden sicher auch einige Besucher und Touristen sich diesen Ort näher auch dann anschauen wollen. Eine kurze Frage zum Abschluss. Gerne. Sie sind ja ein großer Freund, will ich fast sagen, des arabischen und orientalischen Raumes. Ist es Ihnen denn auch gelungen, mit ganz normalen Irakern in Gespräche zu kommen? Und wie ist da so der Eindruck, den Sie gewonnen haben vom Optimismus, der sich vielleicht dort auch breit macht? Gut, ich denke, der überwiegende Teil der Bevölkerung hat natürlich alle Hände voll zu tun, um den Alltag zu bewältigen. Und die Bedingungen für die irakischen Menschen sind nach wie vor sehr schwierig. Also das Problem der Elektrizitätsversorgung, sauberes Trinkwasser, hin und her zu fahren, also den üblichen Transport, dann die Lebensmittel zu einigermaßen erträglichen Preisen zu kaufen. Also die Menschen kämpfen jeden Tag um ihr Überleben. Aber was ich bei den Irakern so wirklich bewundere und was sie so liebenswert macht, ist es trotz dieser schwierigen Jahrzehnte, Diktatur, Sanktionen, Embargo, sie einfach den Optimismus nicht verloren haben und nach vorne marschieren wollen. Sie packen ihr Leben an und wollen wirklich in die Zukunft blicken. Und ich denke, dass wir dieses bewundernswerte Volk wirklich dabei auch unterstützen sollten. Frau Hoff, vielen Dank. Gerne. Und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ja.